Was soll das denn sein? Ein Grafikfehler? Könnte das ein Baumstumpf sein? Könnte, naja, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Also spontan würde ich fast sagen, es ist ein Baumstumpf. Obwohl, das sieht aus wie so eine Zacken. Also könnte das auch eher so ein dämonischer Altar sein. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders in diesem wunderschönen Dschungelambiente. Wir schreiben das Jahr Folge 17. Und wir haben letzte Folge einige coole neue Fähigkeiten bekommen. Und hier, oh. Da komme ich leider noch nicht hin. Oder doch? Nee, noch nicht. Verfolgt er mich, der gerade gespawnt ist? Nee. Hier ist eine Vulgrim-Position. Okay. Aktuell darfst du einfach mal erstmal die Klappe halten. Alles gut. Ins Wasser gucke ich jetzt noch nicht. Da gucke ich mal später mal rein. So, hier ist nichts. No. So, meine Freunde. Haha. Und bam! Aber jetzt haben wir drei Waffen und das ist einfach nur heftig. Oh, ein Vögelchen. Kann ich mit dem irgendwas machen? Ja, kann ihn töten. Nachher gibt es dann irgendeinen dummen Erfolg. Sowas wie töte 20 Raben oder so. Schade, okay, also wenn man auflädt, dann tut sich hier nichts. Schlechter. Jetzt können wir mal reinschauen, hier, was die Erfolge so sagen. Töten Sie 666 Dämonen und das bei so ein paar Stunden gerade mal spielen. Sammeln Sie die Fähigkeit, sammeln Sie die Sense, besiegen Sie Tiamat, okay. Gucken, was passiert, wenn ich jetzt den einfach verfehle. Okay, da gibt auch nur, also auch mit der Klinge, mit der Kreuzklinge gibt das einfach nur ein paar zauberhafte, was ist das denn hier? Das ist sicher jetzt erst. Kann ich den, wartet mal. Welcher Knopf war das? Mir fällt da gerade spontan was ein. Ach so, kann ich das so machen. Okay. Ne, ich wollte eigentlich hier rum. Okay, passiert nichts. Alles klar. Sag mal, was mischst du dich eigentlich ein, wenn ich hier ein bisschen was gucken will? Ich bin alt, ich brauche ein bisschen länger, also lass mich in Ruhe. So, kurze Aussichtsplattform. Okay, da oben geht's weiter. Hier geht's weiter. Aber dann schauen wir noch mal kurz hier vorbei. Konnte man auch hier irgendwie tauchen, oder? Wie war denn das? Oh ne, das ist einfach nur schnell. So war das. Okay. Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Ah, und da ist Auftauchen, okay. So, dann machen wir mal einen kleinen Unterwasserabstecher. Den gibt es hier mit Sicherheit doch irgendwas zu entdecken. Im Wasser. Wow, was bist du denn? Na komm her. Komm her. Ist nichts? Okay. Okay, unter Wasser kann ich meine Sachen auch nicht benutzen, sehe ich gerade. Weder die Kreuzklinge noch irgendwas anderes.
Aber unter Wasser habe ich aber scheinbar, ich sag jetzt mal unendlich, Luft. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich kann mich in aller Ruhe umschauen. Hab hier keine, ja, ich sag mal, keine Zeitbegrenzung. Das ist immer recht praktisch. Ich muss sagen, ich hasse ja Unterwasserlevel. Liegt vielleicht daran, wer hat einer von euch vielleicht früher dieses alte Sonic gespielt für den Sega Mega Drive? Da habe ich das Wasserlevel gehasst. Einfach nur gehasst. Okay. Okay, ich muss scheinbar trotzdem ins Wasser. Denn da habe ich jetzt so eine Plattform nach oben getrieben. Hier ist nichts. Okay, die Korallen sehen ein bisschen spärlich aus, aber mein Gott. Das Spiel ist jetzt auch ein bisschen älter und das ist jetzt auch schon Meckern auf hohem Niveau, ja. Also das ist jetzt schon. So, was ist hier, eine Höhle? Okay, oh, wo komme ich denn hier raus? Habe ich denn scheinbar eine Höhle gefunden? Schon wieder so eine verkackte Tür. Wie kriege ich die auf? Mit Chaosklinge wollte ich mit der Chaosbestie wollte ich es gerade probieren, aber konnte ich nicht, weil ich habe keine Chaosmacht. Sofern die so heiß, ich weiß es gar nicht. Unter Wasser bringt das irgendwie mehr, habe ich so das Gefühl. Oh, hier ist noch mehr. Ist noch ein Durchgang. Na komm, zack. Wow, was bist du denn hier? Ja, Mahlzeit. Nee. Bam. Ich bin Krieg. Und mein Schwert hat Hunger. So. Wieder was entdeckt. Und wir haben wieder einen Teil der Rüstung. Sehr gut. Was soll das denn sein? Ein Grafikfehler? Könnte das ein Baumstumpf sein? Könnte. Naja, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Also spontan würde ich fast sagen, es ist ein Baumstumpf. Obwohl, das sieht aus wie so eine Zacken. Also könnte das auch eher so ein dämonischer Altar sein. Wir werden es nie herausfinden. Aber wir werden herausfinden, was in dieser Kiste drin ist. Nämlich Seelen. Krieg mag Seelen. Weil Seelen sind lecker. Yam, yam. So, okay. Na komm, komm, tiefer, 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 tiefer. So, nein, nein. Okay, ich behaupte mal, das war's jetzt hier. Hier ist auch nichts. Hier ist eine Sackgasse. Und wieder so ein. Es könnte auch eine Vulgrim-Position sein. Oder? Die sind doch auch so rund zumindest. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das. Wie die aussehen. So, jetzt hat er ja die ganze Zeit unter Wasser geguckt. Da hat er natürlich. Über Wasser überhaupt
nicht darauf geachtet, was da noch sein könnte. Entsprechend habe ich hier natürlich auch die... Ich möchte da ruf. Komme ich da nicht ruf? Ne, komme ich nicht. Na, dann nehmen wir jetzt hier den Weg. So. Hier leuchtet was durch. Achso, das ist so eine magische Wand wieder. An der ich mir immer noch die Zähne ausbeiße. Und schon wieder so ein Ding. Höchst seltsam. Was könnte das sein? Ich befürchte, das finde ich gleich heraus, wenn ich da diesen... diesen Hans-Kuck in die Luft gleich erwecke. Nämlich den da. Ah, da oben sind Monster, schaut mal. Oder das war irgendwas anderes. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt da irgendwie eine Patrouille gesehen. Irgendwie. So, aufwachen. Geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Oh, böse Augen. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir finden jetzt heraus, was das für ominöse Zeichen waren. Oder für ominöse Symbole. Und ich befürchte, sie sind aber alle unten, ne? Ich habe wahrscheinlich sowas gar nicht. Oh, habe ich hier schon was? Diese Wasserecke kam mir jetzt etwas unbekannt vor. So, rennen wir mal hier ein bisschen durch. Gehen wir erstmal hier lang. Ja, es klingt schon so, es ist auch die gleiche Stelle. Das wird so sein, das wird... Ja, okay, es ist ein Portal. Und wir stoßen hinein. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt erreichen müssen. Was willst du von mir? Kriegszorn. Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Eine geführte Chaosanzeige schaltet die Chaosgestalt frei. Halten Sie LB gedrückt, bla bla bla, ja, okay. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die verbleibende Zeit werden Ihnen als Bonus sehen gut geschrieben. Okay. Einfach nur zerklöppeln. Okay, ich kann auch Seele und Klinge und Seele gleichzeitig nutzen. Oh, wie krank ist das denn? Ist das denn nicht gerade was von 30 Sekunden oder waren das 30 Feinde? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, meine Freunde. Komm her, gib mir die Chaosgestalt. Du hast ganz schön Schiss, ne? Kann das sein? Aua. Bam. Alter, da habe ich direkt zwei getötet.
Okay, das ist ein harter Schlag. Komm her. Oh, hier füllt sich das gut auf. Na, komm her. Na komm. Na. Komm her. 18 haben wir schon. So. Komm her. Wow. Das ist ein Riesenvieh. Sollte vielleicht mal jetzt mal hier ein bisschen aus dem Weg gehen. So. Machen wir mal die Dicken kaputt hier. Eigentlich sind die Kleinen natürlich, um das Ziel zu erreichen, ausreichend. Wunderbar, und wir haben ihn. Wir haben quasi die Aufgabe erledigt. Ja, da kriegst du doof, ne? Ausgezeichnet. Achso. So, HP. Und eine Aktion. Und hinein mit dir. Ich hoffe, der hat jetzt überhaupt die ganzen, diese ganzen... Seelen jetzt mitgenommen. Nicht, dass ich jetzt zu schnell war. Das wäre äußerst, ich sag mal, unpraktisch. Gucken. Ein paar Minuten haben wir noch. Kriegen wir vielleicht noch einen hin? Ja, einen kriegen wir noch hin. Wollen wir mal schauen, was das zweite Portal uns beschert. Finde ich sehr cool, dass die quasi immer so sowas einfließen lassen, um damit man seinen Charakter einfach lernt zu spielen. Weil man ja doch immer sehr gerne in ein bestimmtes Muster verfällt, was dann sehr eintönig werden kann. Feld des Schmerzes. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 15 Feinde mit Angriffen, die Umgebungswaffen nutzen. Okay. Eine Videosequenz. Umgebungswaffen heißt für mich Artefakte nutzen oder Artefakt wechseln. Und zwar nehmen wir das hier. Nee. Und hier nehmen wir, können wir ruhig den nehmen erstmal. Bam. Was? Boah. Ah, kann schon der Erste. Okay. Was? Okay, die fallen ein bisschen langsam um. Vielleicht soll ich die erstmal anschlagen. So, kommt her, kommt her, kommt her. So. Haben wir schon mal angeschlagen. So, und jetzt hauen wir drauf. Oh, das war zu weit. Er ist echt ein bisschen knapp, finde ich. Also, wir haben jetzt gerade mal 5.
7. 8. 9 und 10. So. Komm her, ja. Ja, bitte. So, mal gucken. Boah, Alter. Okay. 11. Muss mir jetzt mal jetzt ein bisschen HP sammeln. So, und zack. Und komm. 13. Oh nein. Das war jetzt keine gute Idee. Oh, ich bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot. 14. Wow, knapp. Hat ganz knapp gereicht, da habe ich mich ein bisschen doofer angestellt, aber ich habe es erfolgreich gemeistert. Na, gemeistert ist vielleicht das falsche Wort, aber... Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber nichtsdestotrotz. Wir haben die zweite Herausforderung bestanden. Und dann würde ich sagen, wie die nächsten Herausforderungen aussehen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Grüne Landschaften, neue Waffen, neue Fähigkeiten und ein paar Arena-Missionen, sage ich jetzt einfach mal, haben uns diese Folge begleitet. Wenn ihr mehr davon haben wollt, dann schaut auch in die nächste Folge von Darksiders rein, die täglich online kommen. Oder wenn ihr mal was anderes sehen wollt, dann schaut doch einfach mal in Dead Space hinein. Wenn euch das Video gefallen hat oder das Format hier generell, gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt einfach auf den Abonnieren-Button oder erzählt es euren Freunden. Die werden euch dann bestimmt dran erinnern. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und sage wie immer... Tschüss, bis dann.